Was geschieht, wenn wir uns nicht an das halten, was der Staat uns verspricht, das sehen wir hier. Auch hier war das Gesetz aus dem Parlament verschwunden. Auch hier gab es Ausnahmesituationen. Und trotzdem war diese Situation durch Ausnahmerechte möglich. Nicht alles, was legal ist, sollte legal sein. Deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, nie wieder, nie wieder. Dieses Bild, das wir hier haben, das ist vom 1. Mai 1933. Und schon 1933 waren Notstandsverordnungen out. Ich freue mich besonders, die Frau hier zu begrüßen, die, glaube ich, diesen Slogan auch ein bisschen geprägt hat. Notstandsverordnungen waren schon damals out. Ich freue mich sehr über eine aufrechte Sozialdemokratin mit Rückgrat, über Marina Handke, SPÖ-Abgeordnete in Wien, im Wiener Landtag. Hallo Marina, danke, dass du da bist bei uns. Hallo. Es ist schön, dass trotz dem Wetter heute so viele da sind und es wird ja auch schon wieder besser. Ich glaube, die heutige Kundgebung ist einerseits dazu da, um gegen das neue Asylgesetz zu demonstrieren, gegen das Regieren per Notverordnung. Sie steht aber natürlich auch ein bisschen im Schein von dem gestrigen Wahlergebnis, das mich zumindest und wahrscheinlich viele von euch im ersten Moment mal ziemlich schockiert hat. Im zweiten Moment dann aber leider gar nicht mehr so viel. Warum? Weil wir alle da, die Plattform, die Offensive gegen Rechts und ihr alle mit euren Organisationen oder ihr auch alle alleine seit Monaten und eigentlich schon seit Jahren darauf aufmerksam machen, welche Gefahr ausgeht von rechter Politik, welche Gefahr von Rechtsextremismus ausgeht und da auch immer dagegen mobil machen. Weil wir wissen, welche Folgen rechte Politik hat und wir auch wissen, was da dahinter steckt. Heute sind wir eben da, wegen der neuen Asylgesetznovelle, wegen einer weiteren Verschärfung und wegen dem geplanten Regieren per Notverordnung. Wir sind da einerseits, weil das Gesetz eine massive weitere Einschränkung bedeuten wird. Das haben wir heute schon gehört und de facto das Recht auf Asyl, und es ist ein Recht, das wissen wir alle und dafür treten wir auch ein, außer Kraft setzt. Und das wollen wir nicht zulassen, deswegen sind wir heute hier. Heute da, weil die Regierung sich einfallen hat lassen, wir könnten doch per Notverordnung regieren. Rufen wir einen Notstand aus in Österreich, den wir, glaube ich, alle nicht sehen und den auch viele andere nicht sehen. Da wird gesagt, die öffentliche Ordnung wird komplett zusammenbrechen, wenn nochmal so viele Menschen nach Österreich kommen wie im letzten Jahr. Wenn das eine Regierung für sich festhält, ist das nur ein Eingeständnis vom eigenen Versagen, meiner Meinung nach. Nicht beschlossen werden und ich möchte auch jetzt nochmal alle Abgeordneten dazu auffordern, da einfach nicht mitzustimmen. Strom ist wieder da, sehr gut. Da einfach nicht mitzustimmen, weil es nicht nur das Recht auf Asyl außer Kraft setzt, sondern auch ein massiver Angriff auf die Demokratie ist, der einfach nicht passieren darf. Zeigt uns vor allem eines, nämlich dass der Kurs, den die Bundesregierung gefahren ist, auf ganzer Linie gescheitert ist. Wer der FPÖ nachrennt in der Sprache, wer ihnen dann auch noch nachrennt in den Handlungen, die gesetzt werden, der schwächt sie nicht, der drängt sie nicht zurück, sondern der legitimiert sie, der legitimiert das, was sie sagen und, wie wir sehen, legitimiert auch die Politik, die sie fordern, indem er es selber umsetzt. Das ist eine Katastrophe und da muss die Bundesregierung, da muss vor allem die SPÖ auch endlich wieder aufwachen und einen erneuten Richtungswechsel machen, weil sonst wird das alles nur noch viel schlimmer und sonst können wir uns eh auch alle ausrechnen, was passiert, wenn die FPÖ dann mal in der Regierung ist und das Ganze noch mal mehr auf die Spitze treibt. Die Rechten werden weiter gewinnen, wenn
wir nicht stark dagegenhalten. Und es kommen mittlerweile leider beinahe jeden Tag neue schlechte Nachrichten. Und das ist deprimierend, das ist scheiße, man ist traurig. Aber wir sind viele, wir sind heute viele. Wir waren bei den ganzen vergangenen Kundgebungen und Demonstrationen viele. Und wir sind auch immer noch viel mehr. Und wir dürfen uns von diesen vielen schlechten Nachrichten einfach nicht einschüchtern lassen. Und das werden wir auch nicht machen, weil sonst wären wir auch heute wieder nicht alle hier. Wir sind viele, wir haben die richtigen Forderungen und wir wissen auch, dass man rechter Politik und rechten Inhalten vor allem eines entgegensetzen muss: linke Forderungen und gescheite Forderungen. Wir wissen, dass es eine solidarische Asylpolitik braucht, die nicht dazu führt, dass Menschen an den Grenzen Europas sterben. Wir wissen, dass wir Arbeitsplätze brauchen. Wir wissen, dass wir leistbaren Wohnraum brauchen. Wir wissen, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung brauchen, dass Vermögen endlich gescheit besteuert gehört. Das alles wissen wir. Und das werden wir auch weiterhin einfordern, weil nur wenn wir das machen, wenn wir Alternativen aufzeigen, dann können wir die Rechten auch aufhalten. Ganz schrecklich erscheint, wir sind viele, wir sind gemeinsam, wir werden nicht aufgeben, wir sind heute laut, wir werden morgen laut sein, wir werden am 19. Mai laut sein, wenn die nächste Demo gegen Norbert Hofer, gegen die FPÖ ist, wir werden einfach immer laut sein, wenn wir können. Wir werden diskutieren, jeden Tag und, was vor allem ganz wichtig ist, wir werden noch ganz, ganz viele andere Menschen überzeugen, dass sie gemeinsam mit uns auf die Straße gehen und gegen Rechtsextremismus kämpfen und diese Politik einfach endlich aufhalten. Gemeinsam können wir das schaffen. Danke. Vielen, vielen Dank, Marina Hanke. Deshalb haben wir auf www.aufstehen.at vor ein paar Stunden eine neue Aktion gestartet. Jeder